So, und da sind wir wieder zurück zu Let's Play Devil May Cry 4. Mission 8, Glaubensbekenntnis, findet jetzt statt. Allerdings vorher das Power-Up. Schauen wir mal, ob wir was aufhalten können. Yamato wollten wir eigentlich schauen, ne? Wegen dem Trigger-Heart. Da fehlen uns 200 Seelen. Da fehlen uns 200 Seelen, aber ich glaube... Das lassen wir mal. Der Devilbringer. Ja, den größeren Snatch könnte man sich eigentlich mitnehmen. Der ist ab und zu gar nicht so verkehrt. Den Rest lassen wir mal so, wie er ist. Ich glaube, wieder was vergessen. Objekte. 9300. Gut, kann man sich eh nichts leisten. Dann geht's ab in Mission 8. So, und da sind wir auch schon, wieder durch in einen wunderschönen Wald, mit einer schicken Ruine dahinter, und ein paar Eiern überall, oh, und einem Teil einer blauen Kugel, haben wir wieder drei. Mit den Viechern. So. Jetzt können uns die relativ wurscht sein. Da die eben jetzt nicht mehr, ich sag mal, fusionieren können. So, da. Der Lapisfluss. Das letzte Mal die Animation habe ich übersprungen, deswegen lasse ich es jetzt mal durchlaufen. Sieht ganz nett eigentlich aus. Kommen jetzt. Mal schauen, was jetzt kommt. Ob was kommt? Nein, kommt nichts. Egal. Da laufen wir munter weiter. Das sind die, weiß nicht, ob sie noch so heißen, die Blades haben sie im ersten Teil geheißen. Recht miese Viecher in deiner Rüstung. Steckt noch einiges weg. Kann man aber auch gut benutzen, um die anderen ein bisschen aufzuhalten, sag ich mal. Au. Oder auch damit zu killen. Kommst her. So. Den nehmen wir da gleich. Das war ein schöner Move. Auch wenn es nicht so beabsichtigt war, sag ich mal. Ich meine, natürlich war es so beabsichtigt, ne? Könnte es nicht beabsichtigt gewesen sein können? Wie könnte es nicht beabsichtigt gewesen sein können? Hä? Egal. So, jetzt sind wir wieder da. Und jetzt kommt der Teil, der was sehr viele Spieler zum Verzweifeln gebracht hat, weil man immer im Kreis gelaufen ist. Die Lösung ist ganz einfach. Wieder hier in den Tempel hinein, schlägt sich durch die Mistviecher durch und hat hier unter der Stiege den Weg.
Hui, was ist denn da los? Eine Party. Hui, ja. Ja, ein bisschen durchgedreht. So, komm her, hör auf zum Lachen. Du hast nichts zum Lachen. Ah, das war ein anderer, alles klar. Komm, sag ich her. Hoppa. Auf den Boden mit dir. Na, komm her. Du willst ja ganz alleine sein, oder? Schatzi putzi. Komm her. Okay. Hab ich umsonst meinen Devil Trigger verschwendet. So, dann geht's hier weiter durch eine schön verzierte Tür. Kratz, 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 kratz. Zum mysteriösen Wald. Und das ist das nächste Rätsel in dem Wald. In dem Wald dürfte so ziemlich alles an Rätseln sein, was es in diesem Spiel gibt. Man hat ja immer diese Torbögen und den Schatten. Man muss immer in die Richtung, von der das Licht kommt. Das heißt... Moment, ich lese es uns kurz vor. Dies ist ein leiblicher Wald, aber wer ihn lieblos behandelt, wird von Dunkelheit umschlossen. Wer sich nicht nach Dunkelheit sehnt, sollte nach dem Licht streben. Ansonsten sind alle Bemühungen vergebens. Ja, das heißt so viel wie immer der Sonne entgegen. Da habe ich am Anfang auch ein bisschen gebraucht, bis ich da drauf gekommen bin, obwohl es eigentlich logisch ist. Und das hat auch so einige zur Verzweiflung gebracht, sage ich mal. Verständlich, wenn man da ewig im Kreis herumrennt. Ich glaube drei oder vier Mal müssen wir da jetzt durch. Jetzt kommt der Schatten von rechts, das heißt die Sonne von links. Verzeihung. Falls man das gehört hat. So, und wir sind's. Tada! Aus dem Wald heraus. Durch die nächste Riesentür. Zum uralten Trainingsgelände. So. Und da gibt's wieder fröhlich auf die Schnauze. Nein, du erwischst mich nicht. Komm her und leg dich auf den Boden. Und vertschüss dich. Wieder gekommen, die Schweinebacke. Ob er das wirklich wollte, weiß ich nicht. Ich glaube es fast weniger. Denn jetzt legt er sich ganz hin. Sieht ein bisschen aus wie die... Wie so die Dinosaurier oder keine Ahnung, was das darstellen soll. So, bei 9 Minuten sind wir jetzt. 1500 Seelen. 12.000 Orbs. Ich glaube 13 brauchen wir, ne? 13.000, ja. Dann gehen wir mal weiter. Und die große Albumbrücke in Richtung des Hauptquartiers. Das Hauptquartier des Ordens wurde des Öfteren angesprochen von Credo, von Agnes, von Sanctus. Bevor wir da jetzt aber die Stiegen raufgehen. Ich weiß, die Parts werden kürzer. Mache ich einen kurzen Cut, weil dieser Kampf sich ein bisschen ziehen könnte. Und sag dann mal, bis gleich, später, nachher, im nächsten Part.
What'd you say? Bis zum nächsten Part. Come on!